Pommes Nuggets Go und damit hallo und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute mit Luis hinter der Kamera. Ihr kennt vielleicht diesen Hintergrund hier, ja, diese Netto-Mauern, an der wir jetzt mit Lars und Max auch vor, wann war das, im Sommer, 2-3 Monaten, auch einen Chips-Test gedreht haben. Heute testen wir nämlich, werf mal her, Luis, gerade noch gefangen, die Tzatziki-Chips, ja. Von Chips Frisch, beziehungsweise der Marke Funny Frisch, ja. Chips Frisch, Tzatziki-Style-Geschmack. Ich bin echt gespannt darauf. Hier steht auch neu, aber die gibt es schon seit ein paar Monaten. Ich habe sie bloß bisher noch nie gesehen und getestet. Ich bin mal echt gespannt, wie sie schmecken. Was denkst du, Luis? Mal gucken. Du kennst ja Tzatziki, ne? Jo. Beim Griechen, diese Soße. Übrigens, das Video mit Lars und Max ist auch hier oben verlinkt. Deswegen einfach gerne aufs i klicken, dann könnt ihr das euch angucken. Aber schaut euch erst das Video an. So. Wir haben hier Chips mit einer sehr schönen Dillsoße. Perfekt. So. Also, ja, was heißt Dillsoße? Es sind einige Kräuter. Es riecht so ein bisschen nach Gurke und nach so einem frischen Dip. Wenn du den mal auch einlöst. Der testet nämlich mit, ne? 1, 2, 3. Oh. Also, ihr müsst euch vorstellen. Das ist oft bei Tzatziki, finde ich. Also, wenn man quasi diesen frischen Tzatziki-Dip-Geschmack auf einen trockenen Chip macht, ist das oft eine komische Kombi. Wenn du einen normalen Kartoffelchip hast und du tunkst den rein, ist es was anderes. Als wenn du einen harten Chip, willst du noch einen? Einen harten Chip hast, der komplett nach Gurke. Aber die haben echt den Dip sehr gut nachgemacht. Oder? Mhm. Eigentlich schmecken die lecker. Aber am Anfang dachte ich. Am Anfang so, schmecken die ekelhaft. Am Anfang denkt man sich, boah. Weil man schmeckt, Gurken, so, man schmeckt Gurke raus, aber wisst ihr, keine Gurke, wo so Wasser rauskommt, sondern natürlich ein trockener Gurkengeschmack auf einem Chip. Ne? Geröstete Gurken. Ich finde sie immer ganz lecker. Wie viele Punkte gibt es? Also ich finde, sie haben Tzatziki, den Tzatziki-Geschmack, diesen frischen Quark-Tzatziki-Geschmack sehr gut. Ich gebe denen eine 4 von 10. Das ist nicht so mein Geschmack. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn ich davon eine halbe Tüte esse. Machst du ja gerade bereits. 9 von 10 Punkten. 9 von 10? Ich finde die richtig gut. Also, Tzatziki muss man auch mögen, den Dip. Aber allein, selbst wenn ich Tzatziki nicht mögen würde, ich mag Tzatziki, aber selbst wenn nicht, haben sie den Tzatziki, also das, was draufsteht, Tzatziki-Style. Haben sie versprochen. Es schmeckt wirklich. Die haben quasi ihr Versprechen gehalten. Es schmeckt nach Tzatziki. Schön frisch. Ein bisschen nach Sommer fühle ich mich schon wieder, als wenn wir hier mit Max und Lars stehen, vor 3 Monaten. Und ja. Dann lasst ein Abo und ein Like da, aktiviert die Glocke und wir sehen uns bis dann. Ciao!